Servus Leute, willkommen zurück bei Shisha WG. Wir haben heute wieder ein Tabak-Review für euch. Und zwar dreht sich heute alles um den PX1 Nuss-Nougat-Creme. Viel Spaß! So, jetzt sieht man uns, glaube ich, wieder. Wir sind wieder am Start. Wir haben den PX1 jetzt im Kopf. Ein schönes Köpfchen Nuss-Nougat-Creme. Ja, du hast dir den gekauft. Erzähl doch mal, wie läuft das so bei PX1? Ja, bei PX1 kauft ihr euch einfach mal erstmal die Molasse für 9,60 € waren es, glaube ich. Dann kauft ihr euch noch den Grundtabak, also den Nubia Super Dry Tabak für 4,40 Euro. Das sind dann nur wie viel Gramm? 125, also 25 Gramm genau. Tabak und 100 Milliliter Molasse. Ja, ihr kommt ungefähr bei 125 Gramm raus. Also meiner Meinung nach ist es ein recht teurer Tabak dafür. Also 125 Gramm, wenn man das jetzt mal hochrechnet auf ein Kilo, ja, sind wir bei 106 Euro. Ja. 106 Euro sind ungefähr Social Basis. Ja. Also ich meine, Social Smoke, ein Kilo kostet 109 Euro. Ja. Und ja. Man sieht ja auch schon, ne, es sind relativ kleine Döschen und ich meine, die sind auch nicht bis oben hin voll. Ja, die Döschen muss man sich auch noch dazu kaufen. Weil, ach, die gab es gar nicht dazu. Nee, ich wollte unbedingt die Versandkosten sparen, also habe ich da noch ein paar Sachen reingepackt. Ein paar Döschen, ein paar Aufkleber und so weiter, damit ich halt kostengünstig die bestellen kann, beziehungsweise den Versand mir spare. Jo. Und ja, dann kriegt ihr den und dann müsst ihr den erstmal anfeuchten, also ihr packt einfach den Tabak da rein, dann natürlich die Molasse und dann, ja, dann kommt zum Einziehen. Also normalerweise... Das Warten, das ist echt schlimm. Man muss wirklich sagen, also ja, normalerweise heißt es ja, man darf den so ungefähr nach 2 Wochen, sollte er rauchfertig sein. Das sagen die meisten Leute, warte 2 Wochen, rauch ihn dann. Genau. Nach 2 Wochen habe ich ihn dann geraucht und ich musste sagen, so, ich habe ihn geraucht und nach ungefähr 20 Minuten war der Geschmack bereits weg. Erstens, er hat unheimlich gesifft, also die Molasse ist einfach nur noch durchgeflossen, war dann weg, danach hat man nur noch den Tabak geraucht. Und deshalb habe ich ihn wirklich 4 Wochen stehen lassen, so ungefähr. In der letzten, also in der 4. Woche habe ich den dann noch irgendwie so 1-2 Stunden mal auf die Heizung gestellt. Einfach mal, damit die Molasse ein bisschen warm wird, nochmal besser einzieht. Dann habe ich den wieder von der Heizung genommen, nächsten Tag das gleiche Spiel und so weiter. Das ist, habe ich so gemacht, müsst ihr natürlich nicht so machen. Das, wo wir halt drauf hinaus wollen, PX1 ist kein Tabak, den man kauft und raucht. Da ist ein bisschen Arbeit mit verbunden und da ist ein bisschen Warten mit verbunden. Ja, aber im Endeffekt bekommt man von der Qualität her was echt Hochwertiges. Der Schnitt ist Bombe, seht ihr gerade jetzt im Kopfbau. Und die Feuchtigkeit ist auch hervorragend. Also da kann man sich definitiv nicht beschweren, das ist beides top. Preis-Leistung ist dann so ein anderes Ding, wo wir beim Fazit nochmal drauf kommen. Die Rauchwolken seht ihr ja schon die ganze Zeit, da kann man sich definitiv nicht beschweren. Ja, kommen wir mal als nächstes zum Geruch. Ja, sehr gerne, darauf habe ich auch gewartet. Also Leute, diesen Geschmack kann man einfach echt schlecht beschreiben. Den müsst ihr einfach mal selber gerochen haben, weil der einfach so geil ist. Es riecht jetzt nicht ganz genau wie Nutella. Also es ist wirklich so... Wir haben sogar zum Vergleich Nutella mit dabei. Es ist einfach so, Nutella ist halt viel süßer. Man riecht diese Süße sehr heraus. Und bei der PX1-Sorte ist es eher so, man riecht etwas Bitteres, Nussiges raus, was aber auf keinen Fall schlimm ist. Ja. Weil ich muss sagen, wenn ihr Nuss-Tabak haben wollt, ist das einfach das A und O und das riecht einfach hammergeil. Und ich bin einfach unheimlich begeistert. Ich mag normalerweise Nutella nicht. Das ist für manche vielleicht ein No-Go. Eigentlich liebt man Nutella. Aber ja, für mich ist es einfach so, es ist viel zu süß und dann überall in den Zähnen hängt das und so, finde ich nicht so geil. Was machst du mit deiner Nutella? Essen. Naja, auf jeden Fall ist der Geruch für mich auch ziemlich, ziemlich geil. Es riecht sehr, sehr nussig. Es riecht wenig schokoladig und süßmäßig. Also es ist halt eine herbe Haselnuss für mich. Ja. Ja? Eine herbe Haselnuss mit so einer Nougatnote dabei. Mit Nutella vergleichen will ich es eigentlich gar nicht. Ich würde es lieber als Haselnuss-Tabak bewerten, als Haselnuss-Nougat-Tabak. Ja, es ist halt verdammt schwer zu treffen, ne? Aber ich finde, die Jungs von PX1 haben auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job geleistet, weil er verdammt lecker riecht. Und beim Geschmack ist das für mich genauso. Schmeckt sehr, sehr geil nach Haselnuss-Nougat. Aber das Süße, das man von der Nutella kennt und vielleicht auch so dieses leicht Schokoladige, das man von der Nutella gewohnt ist, das fehlt halt leider komplett. Wenn ich den Tabak jetzt mit Nutella vergleiche, muss ich sagen, kommt schon ein bisschen ran, aber ist doch noch sehr weit weg. Aber wenn ich den Tabak einfach als Haselnuss-Nougat-Tabak bewerten soll,
brutal. Richtig brutal. Ja. Du hast gesagt, man kann die Schokolade nicht so ganz interpretieren. Ich würde sagen, man kann es, wenn man aber davon ausgeht, dass man nicht Vollmilchschokolade holt, sondern einfach Bitterschokolade. Weil was mir eben auch noch eingefallen ist, ich finde, wenn man den jetzt nicht mit Nutella vergleicht, sondern mit dieser Bio-Nuss-Nougat-Creme, da kommt er schon viel näher ran, weil die auch viel weniger süß ist. Ja, eben. Also wenn ihr eine Bitterschokolade habt und daraus zum Beispiel das so interpretieren würdet, als würdet ihr einfach statt Nutella Bitter-Nutella holen, dann würde es auf jeden Fall nah rankommen, weil es trifft es für mich unheimlich gut. Ja. Und ich muss sagen, ich als Nicht-Nutella-Fan finde den Tabak so unheimlich geil. Ja. Also wirklich, da ist die Sternebewertung auch wieder dran und ich gebe den einfach safe den 9,5 Sterne. Ja. Yeah. Für 10 Sterne müsste er süßer sein. Also ich würde mir wünschen, dass er ein bisschen süßer ist. Vielleicht mischen wir den mal mit irgendwas Süßem vielleicht. So, vielleicht. Wird, glaube ich, schwer, den zu mischen, aber testen kann man es mal. Ja. Ja, bei den 9,5 Sternen kann ich mich noch anschließen. Es ist ein sehr, sehr geiler Tabak. Gerade jetzt, die Weihnachtszeit rückt ja näher. Die Winterzeit ist schon da. Also für den Winter ist der auf jeden Fall mega, mega geil. Und schmeckt hammer, hammer lecker nach Haselnuss-Nougat. Deswegen von mir auch 9,5 Sterne für den PX1 Nuss-Nougat-Creme. Also wirklich sehr, sehr nice. Leute, wir hoffen, dass euch das Review gefallen hat, dass wir euch nicht zu viel gelabert haben. Wenn das so sein sollte, lasst uns gerne ein Däumchen nach oben oder sogar ein Abo da. Würden wir uns sehr drüber freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG. Ciao.